Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Undertale. Nach diesem unglaublich packenden Finale haben wir noch ein bisschen, zu erledigen. Einmal laden wir erstmal unseren Spielstand. Und Flowey hat uns gesagt, oder war das Flowey, wir sollen zurück zu Dr. Alphys. Und wir stehen hier jetzt sonst wo, JWD. Gut, gehen wir erstmal auf die Suche. Also ich wüsste ja, wo ich sie finde, nämlich im Laboratorium in Hotland. Aber vielleicht begegnet sie uns ja schon irgendwo auf dem Rückweg dahin. Falls nicht, nehme ich einfach jetzt straight einen Kurs dahin. Und mal sehen, was da noch auf dem Weg so passiert. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas verpassen könnte oder ich bin total baff. Mir steckt immer noch das Finale in Mark und Bein. Ach, das war echt wow. Ach so, hier, hahaha. I remember. Schöne Abkürzung. So, aber das dürfte ja eigentlich relativ schnell gehen, wenn wir jetzt wieder zurück... Ah, nein. Wenn wir zurück wieder in den Chor fahren, dann gab es ja da diesen, ich sag jetzt mal, zweigleisigen Aufzug. Okay, wir sind jetzt erstmal wieder unten und alles ohne Musik. Gib mir den Soundtrack zurück! Der war nice! Oh Gott, hier war dieser schlimme Metaton-Kampf. Ah, nice, ja. War das nicht sogar schon der Fahrstuhl hier, der uns direkt zurückbrachte? Ach ja, zum Eingang. Sehr gut, wir mussten nicht hier rauslaufen. So, jetzt sind wir... Ey! Geht schon weiter. Nice, okay, cool. Ring! Hey, hier ist Undyne. Klappe, Papyrus! Das war deine Idee. Mensch, du musst für mich etwas abliefern. Bitte. Ich bin in Snowden vor Papyrus Haus. Man sieht sich, du Rabauke. Alles klar, das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Botengänge offen. Ach, natürlich, und hier in den Hotelzimmern, ich erinnere mich, hatten wir ja auch gesagt, wollen wir eigentlich noch, hier, die haben doch alle nach irgendwas anderem gefragt. Zimmerservice. Meerestee, ja genau, und so weiter. Ja. Okay, wenn wir schon mal hier sind, merken wir uns das gleich mal. Meerestee. Von innen verschlossen. Ach, das war unser Zimmer, glaube ich. Zimmerservice. Zimthase. Oh, gab's denn den nochmal? Meerestee, Zimthase. Und hier hatten wir ja schon was drunter geschoben. Du hörst eigentlich schon nach. Scheint, als könntest du etwas unter die Tür legen. Da hatten wir... Oh, was hatten wir da runtergelegt? Das muss ich mir, glaube ich, nochmal angucken. Damit ich beim nächsten Mal Bescheid weiß. So, da war das Restaurant. Hier ging es raus aus dem Hotel. Jawohl. War die Notiz schon immer da? Ich glaube schon. Nee. Hey. Und dann habe ich ihn lassen. Rechts gibt es ein paar Tor. Ach so, doch. Das war. Ach, nein. Das waren die Drahtstanden. So, das ist doch hier schon wieder Hotland. Ach Gott, ja. Das war diese komische. Falle von Metaton. Wo ich mir habe auch sagen lassen, dass man das tatsächlich schaffen kann, aber no way. No way, ich nicht. Hey, Dude. Oh. Wenn du mich ermutigst, fühle ich mich so nett. In der unheimlichen Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Ach, wieder so ein Werbefuzzi. Okay, Sackgasse, wo ging's lang? Bam, 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 bam. Wo musste ich lang zum Labor? Hier war dieses schlechte Romeo und Julia Imitat. Hier waren die Spinnen. Ich erinnere mich. Ach, guck mal, du bist auch da. Hi. Da bist du ja, Liebling. Oh, Liebling. Du bist in meiner Stube immer willkommen. Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Oh Gott. Eklig, Spinne. Kann ich jetzt deine Gegenstände, die du da verkauft hast, billiger erstehen, oder sind das immer noch Wucherpreise bei dir?
Ach Gott, ja. Wie ging's denn jetzt hier zurück? Einfach mal irgendwie gucken. Ja, das sieht gut aus. So, hier sind wir wieder. Dieses Ding, ne? Ja, es steht sogar da. Ich hab's beim ersten Mal überhaupt nicht gecheckt. Sieht aus wie eine Art Kraftarmband. Leute, das ist total peinlich für mich als Zelda-Fan, dass ich das halt nicht erkannt habe. Das ist halt wirklich... Es sieht halt wirklich aus wie das Kraftarmband aus einem Gameboy-Zelda. Es ist halt fast 1:1 die gleiche Darstellung. Und genau diesen Aufzug habe ich gesucht. So, der... Wo war denn das? Ich glaube, es war links 1 gleich, wo das Laboratorium war. Bipipili. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Yo! Der Anblick eines eigenartigen Labors an einen Ort wie diesem... Ja, Entschlossenheit. Laboreingang, genau, so. Da sind wir. Hallo, Alphys, mach mal auf. Klopf, klopf. Knock, knock. Who's there? It's me. Keine Antwort. What? Wo steckt sie? Okay. Wait, wie komme ich zu der anderen Seite? Einmal von hinten reinlatschen. Einmal bitte rechts eins. Dahin. Kam ich da noch über die andere Seite rein? Ich glaube schon. Yep, müsste so sein. Ich mag auch diese ganzen epischen Fernsichten, die man hier immer mal wieder zwischendrin hat. Ach Gott, nein, hier war diese hässliche Kochshow. Aber das mit dem Jetpack war schon geil. Nein, hier kommen wir auch nicht rüber. Verdammt. Okay. Dann habe ich keine Ahnung, wo Alphys stecken könnte. Ja gut, dann gehen wir halt erstmal zu Undyne, nach Snowdin. Da kommen wir ja relativ schnell hin, wenn wir mit diesem Fährmann fahren. Diesem coolen Boot, was ab und zu mal aussieht wie eine Tammy. Wo waren die Anlegestelle? War die zufällig gleich hier unten? Das wäre natürlich sehr praktisch. Ha! Treffer versenkt. Tralala, möchtest du mitfahren? Im Boot mitfahren? Yep! Wohin geht es heute? Snowdin! Los geht's! Und Abigaloppi! Flitsch, 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 flitsch. Tralala, auf dem Boot tanzen ist ein gutes, gefährliches Training. Ja. Vor allen Dingen in diesem komischen Galopp. Da will ich doch nicht tanzen. So. Angekömmt. Komm noch mal wieder vorbei, tralala. Ah, wieder die schöne Snowden-Mucke. Bam, 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 bam. So. Da haben wir euch doch. Hello. Also, du musst dich um ein... Weißt, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du diesen Brief abgibst. Er ist für Dr. Alf. Ah, perfekt, okay, dann hängt das sogar zusammen. Wie? Warum ich ihn nicht selbst abgebe? Naja, es ist ziemlich persönlich, aber wir sind Freunde, also ich verrate es dir. Hotland ist furchtbar! Ja, das haben wir Also, für einen Fisch... Recht obvious, dass du da relativ schnell austrocknest. Ich möchte da nicht mehr hingehen. Also hier, bitteschön. Du erhältst Undynes Brief. Oh, und wenn du ihn liest, dann töte ich dich. Vielen lieben Dank, du bist der Beste. Hi Papyrus. Undyne schreibt viele Briefe, aber sie findet nie die richtigen Worte. Wenn sie also selbst abliefert, geht sie wieder zurück und fängt von vorne an. Darum hat sie dich gefragt. Du hast nämlich keine Prinzipien. Ja, ich weiß, die hast nur du, Papyrus.
Yeah! Kommen wir jetzt mal vielleicht zu Suns ins Zimmer. Natürlich nicht. Schade, aber auch. Ich will wissen, was da drin abgeht bei dem Typen. Gut. War das hier der erste Shop, den wir besuchen konnten? Warte mal, ich nehme mal die Abkürzung dahin. Weil dann... Dann könnte ich mir doch schon... Gab's hier die Zimthasen? Das wäre jetzt sehr von Interesse. Kaufen. Ja! Zimthase. Mitnehmen. Du trägst zu viel... Shit! Gehen. Auf Wiedersehen. Wie, ich trage zu viel bei mir. Das kann doch gar nicht sein. Ach doch, Andeins Brief nimmt einen Platz weg. Ja. Gut. Nein, nicht Stats, sondern Handy. Dimensionsbox. Ah, was ist denn da überhaupt für Shit drin? So. Karamellkuchen. Einsame Key-Sheep-Karte. Okay, wait. Da wir genug Geld haben, brauche ich das alles nicht verkaufen, sondern schmeiß das weg. Kann ich das hier so wegschmeißen? Nein, das muss ich natürlich im Inventar haben. Hotdog. So, Schürze weg, Bratpfanne weg, Tütü weg, Ballettschuhe weg. Das sind die Ausrüstungen von zwei tatsächlich gefallenen Menschen. Das kann erstmal alles weg. So. Alte Schürze, Müll. Wir räumen erstmal auf. Alte Schürze wurde weggeworfen. Item. Bratpfanne in den Müll. Bratpfanne wurde weggeworfen. Item. Altes Tütü. Tschüss. Du verlässt das alte Tütü. Ballettschuhe, Müll. Du legst die Ballettschuhe ganz sanft auf den Boden. So. Sieht das schon mal besser aus. Jetzt. Dimensionsbox A. Den Karamellkuchen nehmen wir mal wieder mit. Schneemannteil. Gut, wir haben damit schon was ausgelöst am Ende. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch was kommt. Deswegen lassen wir es einfach mal dabei. Kann mitkommen. Sternduft, Andeins Brief. So Karamellkuchen. Einsame Quiche. Nehmen wir auch mit. Die Hot Cat kann man noch verspeisen. Hier bleiben erstmal die ganzen Hundereste drin. Das stört mich, dass das oben steht. So sieht's besser aus. Dimensionsbox B. Ach, da sind die Hot Dogs noch drin. Und Astrofutter. Okay. Dann nehmen wir mal das Astrofutter noch mit. Dann sind hier die Hot Dogs drin und in der anderen Box die ganzen Hundereste. Und jetzt haben wir Platz für... Warte. Falsche Richtung! Jetzt haben wir Platz für den Zimthasen. Der in dem Hotelzimmer ja verlangt wird. Zimthase. Ja. Nehmen wir mit. So. Aber was anderes? Seewasser, Meereswasser, was war das? Wo kriege ich das her? Ich kann mich nicht entsinnen, das irgendwo schon mal gesehen zu haben. Ist das bei Grillbeast? Wahrscheinlich nicht. Gut, durchstöbern wir nochmal die anderen Läden, auch in Waterfall, die wir alle mal gesehen haben. Dann kommen wir schon mal. Oh, Waterfall, natürlich, da müsste es gewesen sein. Schon allein der Name Waterfall und dann irgendwas mit Wasser. Das könnte da gewesen sein. Schaue ich aber später nach. Erstmal wieder zurück nach Hotland. Tralala, möchtest du mitfahren? Jo, nach Hotland bitte. Los geht's. Und verfolgen wir erstmal hier die Quest mit Undyne und Dr. Alphys. Was da zwischen den beiden abgeht. Tralala, trillili, trillili. Okay. So ein bisschen Dreh-Chinesen mit dem Kind-Drehbiss. So. Komm nochmal wieder vorbei, tralala. Ich dachte, Trullulu kommt jetzt. So, ist jetzt jemand da? Hallo! Wir haben hier einen Brief. Die Tür hat keinen Briefschlitz. Brief da runter schieben? Jo, schieb mal drunter. Du schiebst den Brief unter der Tür und klopfst an. Aha! Oh nein!
Ist das ein weiterer Brief? Ich möchte ihn nicht öffnen. Kannst du ihn nicht zurückschieben? Nein, das geht nicht. Er ist unter der Tür. Nein. Ich kann so nicht weitermachen. Diesen Brief lese ich nicht. Er ist ziemlich stark zugeklebt, oder nicht? Warte einen Moment. Oh Gott, was hat sie gemacht? Hat sie ihn aufgelasert? Hey, wenn das ein Witz ist, dann... Oh mein Gott! Hast du diesen Brief geschrieben? Er hatte keine Unterschrift, also wusste ich nicht, wer ihn... Oh mein Gott! Oh nein! Das ist sehr charmant. Und ich wusste gar nicht, dass du so schreiben kannst. Es überrascht mich nach all den blöden Dingen, die ich tat. Was? Nee, das war gerade nicht richtig. Egal. Eigentlich verdiene ich keine Entschuldigung. Und noch weniger, das... Das? Und dann auch noch so leidenschaftlich. Weißt du was? In Ordnung. Ich bin dabei. Warte, was? Ich weiß gar nicht, was drin stand. Das ist das Mindeste, was ich zu Wiedergutmachen tun kann. Ja, lass uns daten. What? Oh, no way. Anleihen ist in Dr. Alphys verknallt. Oh, shit. Okay, jetzt haben wir ein Date mit Dr. Alphys. What? Date startet. Punkt, Punkt, Punkt. Fragezeichen. Entschuldige, ich muss mich noch anziehen. Oh, Leute. Oh! Wie sehe ich aus? Bezaubernd siehst du aus. Bezaubernd. Aber Freunde, dieses Date setzen wir beim nächsten Part fort. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung ist, an dieser Stelle abzubrechen. Egal. Die Zeit ist für heute wieder vorbei. Mal sehen, was das noch alles bringt hier. Jetzt haben wir fälschlicherweise ein Date. Hey, wir wollten doch nur den Kuppler spielen. Hallo. Warum sage ich das auch nicht? Kann ich nicht reden? Also, bleibt weiterhin am Ball und dann werdet ihr sehen, wie dieses Date ausgeht. Bis zum nächsten Part. Cheerio!